Moin, moin, meine aktiven Meerwasserfreunde und herzlich willkommen zu einem neuen Sonntagsvlog hier auf meinem Kanal. Ja, und wir beiden sagen guten Morgen, Deutschland. Schönen guten Morgen, ja. Während ihr den Vlog seht, liegen wir wahrscheinlich schön im Bett jetzt. Und schlafen hoffentlich gut. Wir sind immer sehr früh wach, ne? Ah ja, in der ersten Nacht war es 2.30 Uhr oder so, ja. Gestern ging schon besser, 5.30 Uhr. Ja, da war ich ja gut mit 5 Uhr, ne? Ja, ja. 5.30 Uhr. Erste Nacht, 5 Uhr ist super. Ja, ne? Also das war auf jeden Fall schon mal gut. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Wir befinden uns gerade in den USA. Ja, waren heute schon schwer unterwegs. Haben einen spannender Tag gewesen. Ja, das auf jeden Fall. Also das war schon mega heute. Ja, also das Becken bei Polo Reef. Da waren wir ja auch heute gewesen. Du, das Becken, das Ganze drumherum, das war so beeindruckend. Ja, Alter, das ist schon Wahnsinn, ne, was da alles dahinter steckt an Technik und so. Und unfassbar einfach. Ja, und was an Arbeit dahinter steckt. Ja. Ich meine, da ist ja ständig wer am Werken und am Korallen kleben und am Dinger messen. Und ja, auch Angestellte hinter der ganzen Geschichte. Ne? Also das ist allein nicht mehr zu schaffen. In alle Richtungen auch. Ne? Also für die ganze Anlage an sich gesehen. Ja, dann auch so Social Media. Genau. Ne? Christoph hatte heute auch direkt ein großes Interview gehabt für so eine Videoreihe. Wie lang ging das? 2 Stunden? Sowas? Ja, das war schon ordentlich lang, würde ich sagen. Ja. Also es war schon mega lang gewesen. Ja, da sieht man halt auch dahinter mal so ein ganzes Social Media Team halt mit Kameraleuten und. Ne? Echt professionell aufgezogen, ja. Ja, dann auch die Patty, die dann auch halt eben diese ganzen Skripte gemacht hat und alles, ne, was jetzt halt kommt an Fragen und. Ja, das war auf jeden Fall schon mal beeindruckend. Gut gemacht und viele spannende Fragen. Also ja. Da kam richtig viel, fand ich echt gut. Definitiv. Ja, Freunde, und ich würde sagen, wir nehmen euch mal mit auf die Reise. Wir zeigen heute nicht alles. Wir gehen mal so ein paar Sachen durch, die blenden wir euch dann hier rüber. Das ganze Material wird dann eine USA-Tour geben. Da machen wir dann ein separates Video. Der geht auch hier dann ein Gruß an den Tiki Reefer raus, der ab demnächst meine Videos schneiden wird. Ne? Falls du zuschaust, aber ich denke mal schon. Chris, dafür auch schon mal definitiv vielen Dank. Da bin ich mal gespannt. Material wirst du auf jeden Fall eine Menge von mir bekommen. Und ja, wer den Tiki Reefer verfolgt, weiß ja, dass er auch seine Videos da auch schon schöner schneidet, als ich das hinbekomme. Da bin ich halt nicht kreativ genug für. Ja, ich würde sagen, wir fahren mit den Leuten jetzt erstmal los. Geht's zum Shop? Zum Shop fahren wir jetzt als erstes. Und ja, da sind wir dann erstmal hier über die Straßen New Yorks gebrettert. zu gemütlich unserem ersten gemütlich Shop. Gebrettert. Gemütlich gebrettert zu unserem ersten Stopp heute. Wo waren wir nochmal? Tropical Island. Tropical Island hieß der Shop. War ein schöner kleiner Laden. Das Ding ist, ja, das können wir ja eigentlich mal einblenden. Ne? Das blenden wir euch jetzt mal eben ein. So, Freunde, wir stehen jetzt hier vor einem lokalen Meerwassergeschäft. So ein kleiner, schöner Laden. Tropical Island Aquarium. Und ja, wir wollen einfach mal reingehen, mal gucken. Ihr wisst ja, es ist ja immer so dieses, ja, geht immer das Gerücht rum, die Amerikaner haben ja viel, viel schönere Korallen, viel, viel geilere, aber auch viel, viel teurer. So, und der Sache wollen wir eigentlich mal auf den Grund gehen, weil das interessiert mich eigentlich schon echt super lange, ob dem wirklich so ist oder nicht. Schauen wir mal, was da gibt. Und ich würde sagen, da gehen wir mal rein jetzt und wir nehmen euch natürlich mit, meine Lieben. Auf jeden Fall. So, das war ja die Geschichte, wo ich ja wirklich schon immer sehr gespannt war, weil ja auch immer, in Deutschland wird halt immer erzählt, die Amerikaner haben ja komplett andere Korallen, die haben ja gar Sachen, die wir ja gar nicht bekommen und. Und dann auch immer die Geschichte mit den Preisen, wo auch immer gesagt wird, naja, aber die kostet ja der kleinste Ableger, kostet ja hier ein Vermögen, immer mehrere hundert Dollar und. Und ja, ich würde sagen, das stimmt definitiv nicht. Das haben wir heute gesehen. Das stimmt so in der Form tatsächlich nicht. Die Preise sind wie bei uns. Ja. Schöne Akkuableger ab 50, 60 Euro. Ja. Oder Dollar halt hier. Aber der Kurs ist ja 1 zu 1. Die kleinen Sachen, Favitis und. So kleinere Ableger, wie es das bei uns halt auch in super vielen Shops halt gibt. Ja, wie ihr ja auch jetzt hier sehen könnt, liegen die auch halt eben bei 20 Dollar, 40 Dollar.
$50, also das war im Schnitt gesehen wirklich wie bei uns. Ja, und auch die High-End-Geschichten, Torches, Echinophilia, die sind ja auch teuer, aber die sind bei uns genauso teuer. Also sind vielleicht hier sogar ein Ticken günstiger. Ja, also bei den Torches speziell würde ich sagen, die sind hier tatsächlich günstiger. Gerade was jetzt so die Holy Grail und die ganzen Sachen so angeht, fand ich jetzt persönlich, waren die hier einen Tacken günstiger noch als bei uns. Also da würde ich jetzt wirklich sagen, das ist Keinesfalls teurer preislich, nein, zumindest. das ist auf jeden Fall preislich mit Sicherheit das gleiche Preisniveau. Also das haben wir heute in dem Shop halt definitiv sehen können. Da gibt es wirklich kaum Unterschiede. Ne? Und auch die Tiere jetzt, sage ich mal, von den Farben her, ich habe da jetzt nicht allzu viel gesehen. Es waren ein paar schöne Bauer Wenkis da. Also ich finde allgemein die Auswahl war super. Es waren viele High-Quality-Korallen auf engem Raum, würde ich mal sagen. Wenn ich in einen Shop gehe, sowas wünsche ich mir, dass ich große Auswahl habe an wirklich schönen Tieren, die auch einen gesunden Eindruck machen. Das Das muss man auch war dazu so. sagen. Das war also wirklich, ne, auch Die gerade die sahen wirklich SPS, gesund aus, ja. ja, schön durchgefärbt und so. Auch die LPS farblich, auch super satte Farben. Ja, das muss man schon sagen. Aber nichts dabei, was man jetzt nicht auch in einem gut sortierten Shop jetzt in Österreich oder Deutschland bekommen könnte. Ja, Aber genau. sehr viel auf einem Ort. Ja, es Ja. gibt jetzt, ich glaube, es gibt jetzt nicht so viele Korallenhändler jetzt in Deutschland, Österreich, die diese große Auswahl haben an Ja. wirklich High-End-Geschichten. Ja, also wie gesagt, vereinzelte Sachen haben wir gesehen. Was würde ich jetzt sagen? Ja, zum Beispiel die eine Scheibenanemone, die in diesem SPS-Becken unten Die war. war richtig schön, ne? Ne, das war ein richtig schön großes Ding, auch von der Farbe her. Die Art habe ich schon mal mit Sicherheit auch in Deutschland gesehen, auch in verschiedensten Farben. In der Färbung jetzt, wie sie heute hier speziell war, habe ich sie so noch nicht gesehen. Aber das muss jetzt nicht unbedingt was heißen. Das ist eine Geschichte, das kommt bei einem Import rein, das ist ein Zufall. Ja, das ist genau das gleiche wie letztes Mal beim Coral Master, diese eine Skittles oder wie sie da hieß, diese Bounce Mushroom. Ja, das war halt auch mal so eine krasse Färbung halt. Ja, sowas kriegt man aber halt auch mal in Deutschland. Ne? Das sind dann halt Tiere, die kommen natürlich nicht ne, im laufenden Band und direkt 20 Stück davon, sondern da kriegt man dann mal ein so ein Tier. Und das wird heute, was wir gesehen haben, denke ich mal, sowas gewesen sein. Kann sein, ja. Na, es ist vergleichbar wie bei uns. Und was man auch immer sagt, dass okay, die haben es viel mehr Fische auf viel engeren Raum und so halten. Das haben wir auch nicht wirklich gesehen. Ja, ich meine, die Fischverkaufsanlage, das sah auch gut aus. Ja. Vielleicht waren die Becken im Schnitt eine Spur kleiner als bei uns. Aber die Ja. Besatzdichte war jetzt auch nicht höher. Nee. Also das war auch alles in allem, war das okay gewesen, würde ich sagen. Also ja. Kommt Ja, sicher auch also auf den da Laden gab drauf es, an. wie gesagt, keinen Unterschied. Ne? Also man kann den Laden jetzt von der Größe, ja, er war auf jeden Fall, ja, wenn ich jetzt vom Coral Master mal ausgehe, war der Laden schon dreimal so groß im Grunde genommen. Aber ich denke mal, für die USA war es schon ein kleiner Shop. Denke ich auch. Ne, Ja, also da wird es ja. mit Sicherheit noch wesentlich größere Geschäfte geben, vermute Ja. ich jetzt mal. Morgen fahren wir zum nächsten. Bin ich auch schon sehr gespannt. Ja, morgen fahren wir zum nächsten. Wie gesagt, das kriegt ihr alles später auch die ganze Geschichte aus dem Shop auf dem gesamten Tourvideo dann zu sehen, wo wir das Haarklein im Einzelnen dann alles nochmal durchgehen werden. Und ja, ich würde sagen, wir fahren weiter. Zu Polo. Wir fahren weiter zu Polo Reef. Und da sind wir dann auch wieder quer über die Autobahnen gehetzt hier. Und ja, dann waren wir heute tatsächlich beim Andrew Sandler beim Polo Reef. Ja, das wohl bekannteste Aquarium hier aus New York. 65.000 Liter. Sowas, ja. Ne? Also ein riesen Aquarium. Ihr seht ja gerade hier, dass der Christoph davor steht. Vor dem Becken und da seht ihr einfach Als mal, wie groß das Größenvergleich. einfach ist. Das ist also wirklich ein Riesentank, ist das, ne? Im Boden eingelassen. Das geht auch nochmal, glaube ich, so 40, 50 runter, ne? Weil Ja, wenn du so wenn es nicht reinguckst, sogar mehr ist, ne, ja. dann siehst du halt, wie das runtergeht, halt noch. An Acrylglasbecken mit einer Glasfiberrückwand, oder Fiberglas, ja.
Also ein wirklich riesengroßer Pott. Und ja, wir sind dann halt auch da, wie gesagt, reingekommen. Dann ging ja direkt erstmal das Interview los. Ging relativ lange, ja. Ja. Du konntest einiges an Aufnahme machen vom Becken. Ja. Einige Sachen habe ich aufnehmen können. Wie gesagt, wer das Becken mal so im Ganzen und in einem schönen Video noch sehen will, hier oben haben wir den Tobias Neier mal verlinkt. Der war ja auch schon dort vor Ort gewesen. Der hatte auch ein super traumhaftes Video rausgezimmert. Könnt ihr euch da oben auch gerne nochmal anschauen. Ich habe auch Aufnahmen gemacht, aber wie gesagt, das schneiden wir euch dann auch nochmal passend zusammen. Da haben wir auch nochmal ein paar schöne Aufnahmen. Ja, und dann hat uns Andrew natürlich noch die gesamte Anlage gezeigt. Alles, was da noch im Hintergrund letzten Endes ist. Wie gesagt, es werden Ableger geklebt. Es werden Messungen gemacht. Genau, die Fische, der Andrew legt sehr viel Wert auf Fische. Da gab es wirklich Highlights zu sehen. Centrobugel interruptus, Genicanthus personatus, wirklich Fische, die man sonst eigentlich ganz selten sieht. Und die werden auch wirklich in Quarantäne gehalten, bis die ganz sicher gesund sind und krankheitsfrei. Kommen erst dann ins Hauptbecken. Da konnten wir uns einiges ansehen. Mhm. Er hat ja auch im Hintergrund hat er sehr viele Becken noch stehen, die jetzt mehr auf LPS, keine Mischbecken, sondern LPS-Becken, ein reines SPS-Becken, mit wirklich auch wunderschönen Tieren drin. Das war, finde ich, auch spannend zu sehen. Und dann die ganze Technik. Es macht schon einen Unterschied, ob man jetzt ein Becken mit ein paar hundert Liter oder mit 65.000 hat, wie man jetzt die ganze Technik aufzieht. Allein die Rohrleitung. Ne? Und welche und die Pumpen und welche Probleme man damit hat, die man dann irgendwie bewältigen muss. Ja, es ist schon richtig spannend. Ja, also die Rohre und alles da, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also da kommt wirklich oben kommt eine Leitung an, die ist wirklich so dick. Und das Geile ist, das sind ja alles GF-Fittinge. Also die ihr auch kennt, diese ganz normalen von GF, von Georg Fischer, diese grauen Fittinge, nur halt in so groß. Ne? Also da ist dann oben ein Bogen, das ist so ein Teil, ne? Riesenteil, also unfassbar groß. Und ja, das ist schon echt beeindruckend. Ne? Also wenn man da die ganze Technik dahinter einfach mal sieht, auch die Beleuchtung, wir haben auch mal oben übers Becken geguckt und so Sachen halt. Das ist schon Wahnsinn, was da ein Aufwand betrieben wird. Und dann geht es ja im Prinzip, das Becken steht ja quasi im Keller und dann geht es ja von da aus nochmal zwei Etagen runter. Das war eineinhalb Etagen zumindest, ja, wo dann die Wasseraufbereitung ist. Wo die ganzen Wassertanks stehen, wo dann halt auch Wasser direkt angemischt wird. Ja, da wird also auch sofort Salzwasser hergestellt. Wahnsinn. Wahnsinnig, was da an Technik dahinter hängt. Und dann Steuerungstechnik auch. Also der Aquariencomputer ist quasi ein Schaltschrank mit 2x4 Meter mit SPS-Steuerung, geilen Display. Das heißt, sicher auch gefilmt und fotografiert. Also Wahnsinn, ja. Ja, also mit eigens programmierter Software dafür. Ja. Ja, und ich war ja dann, wo du im Interview warst, war ich noch mit dem Joe draußen gewesen. Das war dann auch nochmal ein ganz interessantes Gespräch. Also er hat uns auch gesagt, dass dieses Becken im Monat an reinen Energiekosten, nur die Stromkosten, $15.000 kostet. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Nur der reine Strom für die Pumpen, Beleuchtung, etc. Also das ist schon echt Wahnsinn. Ne? Dann hat er draußen noch zwei Notstromaggregate stehen. Das ist, wenn du so ein Becken hast und so einen Wert an Tieren, dann muss das ja gut abgesichert sein, weil wenn du jetzt einen 2 Tage Stromausfall hast, und das kann schon sein. Ich meine. Ja, hat er, Joe hat erzählt, da war mal tatsächlich ein Kabel kaputt gewesen. Und das musste wirklich 2 Tage repariert werden. Dann lief der Notstrom. Ja, und dann hat er wirklich 2 Tage auch die 2 Aggregate am Laufen gehabt, ne, um das Ganze halt in Betrieb zu halten. Ne? Das muss man als Backup dann letztendlich dann auch haben. Auf jeden Fall, ja. Das ist schon definitiv eine Sache, die schon super wichtig ist. Sollte man sich mit einem kleinen Becken zu Hause, sollte man sich schon Gedanken machen, wie man jetzt zumindest eine Strömungspumpe quasi ein paar Stunden am Laufen erhalten kann. Und wenn man jetzt so ein Riesenbecken und damit auch so ein großes Investment stehen hat, mit wirklich wunderschönen Tieren drin. Ich meine, da führt kein Weg an wirklich gute Notstromversorgung vorbei. Das ist schon wirklich nötig, ja.
Ja, und dann war ja auch interessant, also ich meine, ich habe ja das Interview quasi mitverfolgt, wenn man das halt mal sieht, wie krass interessiert die Amerikaner im Prinzip an deinen Analysen sind Ja, und also dann auch speziell die MS halt auch, wir ne? machen schon länger die Analytik für Prolo. Sind sehr zufrieden, passt wirklich gut. Freut mich natürlich auch, ja. Darum, das war auch ein Grund, warum wir hergekommen sind, um mal Prolo anzuschauen und einen guten Kunden natürlich zu besuchen und uns halt fach zu simpeln über die ICPs. Und die hatten auch wirklich viele Fragen, was Spurenelemente angeht, Die haben mich komplett die haben gelöchert. mich komplett gelöchert, was verschiedene Adsorber betrifft, was die Messmethoden angeht. Und ich quatschte ja wahnsinnig gern drüber. Also mir macht so ein Interview dann viel Spaß eigentlich. Ja, aber es war wirklich 2 Stunden, ging es da ziemlich zur Sache, ja. Das dauert aber, glaube ich, noch etwas, bis das dann wirklich online kommt. Das wird noch professionell geschnitten und aufbereitet und so. Und da gibt es eine ganze Wasserchemie-Serie von Polo Reef und das Interview mit mir ist quasi ein Teil von dieser Serie. Ja, da können wir alle mal gespannt sein. Das können wir uns dann angucken. Natürlich wird es komplett in Englisch sein. Aber gut, die meisten von euch da draußen werden halt auch Englisch Und können. sonst gibt es Subtitles bei YouTube. Ja, Das das geht wird es auch. auch noch geben, definitiv. Ne? Ja, und dann durften wir ja auch noch die zwei neuen Projekte vom Andrew schon mal uns anschauen. Das war ja auch geil gemacht mit der Wand, die runterfährt und so. Ne? Der Office Tank, ja, ist auch Ja. ziemlich großes Becken, das auch ein LPS-SPS-Mischbecken wird. Ja, ein Deepwater LPS, glaube ich, hat er gesagt, ne? Nice Deepwater ist, glaube ich, ein kleineres. Ja, er hat sehr spannende Fische, auch die aus kühleren Regionen kommen, also aus größeren Tiefen und damit halt auch kühleren Wassertemperaturen. Und er hat dann die Becken auch entsprechend runtergekühlt, um diese Fische artgerecht halten zu können. Okay. Das sind dann, denke ich, nur 21, 20, 21 Grad so um Dreh rum. Und der große Tank im Office, das ist, glaube ich, wirklich ein klassisches Mischbecken. Ja, da können wir Ja. auf jeden Fall mal gespannt sein. Das können wir ja auch weiterhin verfolgen. Einfach da mal Polo Reef abonnieren. Die haben ja auch einen eigenen YouTube-Kanal. Und ja, wer da halt Bock drauf hat und da auf dem Laufenden bleiben möchte, der kann natürlich da gerne den Kanal mal verfolgen. Und dann werdet ihr das mit Sicherheit bei Zeiten auch sehen. Es ist ja schon mit Gestein im Prinzip bestückt, läuft gerade Das quasi ein ist quasi sozusagen. genau, die Amis machen das ein bisschen anders mit klassischer Einlaufphase. Ja. Ich denke aber, dass da bald losgehen wird. Also das sah schon gut aus. Ne, und dann hat er noch ein Becken, aber wie gesagt, da wollen wir gar nicht zu viel sagen. Das kriegt ihr definitiv noch alles zu sehen. Ja, und dann durften wir sogar noch seine High-End-Audioanlage Ah, das war noch. auch richtig geil, ja. Ja, also das ist ja unfassbar. Das Ding, das liegt ja, was haben wir gesagt, über 1 Million oder so. Weiß ich nicht, mag ich gar nicht drüber reden, was Ja. das kostet. Ja, alleine ein Kabel zu den Amplifiern war 120.000 Dollar. Also unfassbare Anlage. Ja, das war schon krass. Da hat er uns dann mal alles vorgeführt. Und mal so ein paar Probesongs halt mal da laufen lassen. Ja. Ja, schon echt ganz nett. Ja, also das war schon ganz okay gewesen, sage ich jetzt einfach mal. Ja, da hat er uns noch die ganze Technik erklärt und wie das alles funktioniert und. Also das war schon echt, ja, das war schon der Wahnsinn. Das muss man schon sagen. Auf jeden Also Fall. sowas hat man noch gar nicht gesehen. Na, es hat mich wirklich gefreut, dass sich der Andrew echt viel Zeit genommen hat, muss man sagen. Ich war ja auch, heute waren wir zu zweit dort, gestern war ich alleine schon mal dort für ein paar Stunden. Das heißt, er hat sich in Summe wirklich viele Stunden Zeit genommen, uns zu hosten. Wir sind auch bestens versorgt worden mit wirklich gutem Mittagessen, mit Kaffee. Konnten uns wirklich alles anschauen, konnten überall filmen und Fotos machen. Also war echt super. Also Ja. wirklich danke dafür, ja. Ja. Und er ist auch wirklich er ist einfach ein Reefer durch und durch. Also ich glaube, der zelebriert das ja bis ins kleinste Er Detail. betreibt das Hobby auch schon wahnsinnig lange, ja, und setzt sich auch sehr dafür ein. Ich meine, vom Polo profitieren wirklich viele. Sie machen auch sehr viele Educational Videos, wo sie quasi aufklären und Dinge zeigen. Und
Ich denke schon an einen Faktor, der das Hobby quasi noch interessanter ist und das Ganze ein bisschen ankurbelt. Ja, und da steckt ja da wirklich auch alles Mögliche rein, ne? Also da muss man schon sagen, und auch so im Ganzen einfach komplett menschlich gesehen auf dem Boden geblieben, so, ne? Würde ich auch sagen. Also super lieber Typ, Ja, ganz ehrlich. auf Also, jeden ne, Fall. das muss man auch einfach mal sagen. Ja, und natürlich hat uns der liebe Andrew auch ein paar Sachen für euch mitgegeben hier. Wir haben hier Cappies, wir haben hier Taschen. Wir haben Hoodies, Hoodies haben wir für euch. Polo Reef Hoodies, Ja. jede Menge Taschen. Taschen. Alles von Polo Reef. Und da werden wir uns mal überlegen, wie wir das unters Volk bringen. Da werden wir beiden uns schon was einfallen lassen. Wir haben ja sowieso noch ein Gewinnspiel. Ich lege ja noch die zwei Osmolatoren 3 drauf von Tunzel. Die habe ich ja auch noch. Die haben wir auch noch nicht ausgespielt. Ich habe es auch nicht vergessen, meine Lieben. Das werden wir dann alles mal schön zusammenpacken. Dann werden wir uns mal ausdenken, was wir dafür machen oder was ihr dafür machen müsst. Wahnsinnig schwierige Aufgaben werden das. Ja, wahnsinnig Wahnsinnig schwierige, schwierig. ganz schwierige Ja. Rechenaufgaben und so. Differentialgleichungen zweiter Ordnung. Ja, genau. Oder wir können ja mit Meerwasserchemie, kannst du dir ja was ausdenken. Ja, da Da werden wir auf überlege ich jeden mir ein Fall Rätsel. für euch definitiv was finden, meine Lieben. Ja, und da möchte ich mich auch recht herzlich bei dir bedanken, mein lieber Christoph, Gerne. Ich. dass du mir hier so eine Tour ermöglicht hast, mich da Klar. mitnimmst. Ja, dass auch ich mal da so ein Becken sehen darf und kann, weil ich meine, da wird mit Sicherheit auch nicht so jeder reinkommen. Freut mich, dass du dabei bist und das nicht aufgegeben hast bei der Ja, Anreise. das war Er war natürlich kurz die, davor aufzugeben. ja, das war also die wildeste Anreise, die ich jemals irgendwo hatte. Also, ich kenne ja eigentlich sonst die Geschichten immer nur von der Deutschen Bahn. Da kann das auch vorkommen, dass man mal Da geht 24 schon mal öfter Stunden. was schief. Also, da ist auch ganz oft schon bei mir was schief gegangen. Aber in Sachen Flieger habe ich das eigentlich so wild noch nie gehabt. Also, das war wirklich diesmal das erste Mal. Ich habe sowas auch noch nie erlebt. Ja. Ja, immer wenn eine Nachricht von dir kam, habe ich mir gedacht, oh mein Gott, was ist jetzt schon wieder los? Das gibt es ja nicht. Ja. Ja, Der erfindet das nur. das haben auch viele geschrieben gehabt. Die haben gesagt so, ey, du machst ja hier richtig geile Storys und das ist ja richtig spannend und so, ne? Nein, Deine ganzen Geschichten. Ich sag so, ich kann nee, das bezeugen. das ist tatsächlich so gewesen. Der Marc ist wirklich in zwei Städten gestrandet. Ja. Lost in Europe. Naja, übermorgen geht es nach Hause und bin schon gespannt, wie das dann läuft. Haben schon gedacht, vielleicht fliegen wir über Südamerika oder so. Ja, Oder Australien wäre auch nett. Venezuela oder so mal da, Argentinien, da die Ecke. Ja, wir gucken mal, wo der Flieger uns Genau. hintreibt. Da sind wir schon sehr gespannt, was das geben wird. Ja, meine Lieben, das soll es auch für diesen Sonntagsvlog gewesen sein. Wir müssen jetzt noch fertig machen für euch und dank der Zeitverschiebung kriegen wir das auch noch hin. Weil bei uns ist jetzt noch gar nicht so spät wie bei euch. Wie gesagt, während wir das drehen, habt ihr, glaube ich, jetzt 4 Uhr oder so. Roundabout. Ja, ich denke mal, wir werden das noch fertig kriegen. Und wie gesagt, ja, Instagram verfolgen, Oceano-Kanal, Instagram auch gern abonnieren. Bitte schön. Wir machen da jetzt die nächste Zeit hier noch halt die ganzen Stories noch, alles fertig für euch. Und schieben jeden Tag alles mal hoch, wo wir gerade unterwegs sind und so. Und ja, somit bleibt ihr dann auf dem Laufenden. Ja, wo es uns noch hintreibt. Morgen, denke ich mal, wird auch ein sehr spannender Tag. Auch wieder einladen. Das sollte, Laden glaube ich, der und beste sein, ne? Hat der Andrew gesagt. Oder sein Lieblingsladen halt. genau, das ist der Laden, der auch viel am Polo Reef mitarbeitet, direkt. Bin ich auch schon sehr gespannt. Ja. Country Critters sind das. Okay. Und dann besuchen wir noch Toosey Reef. Das ist auch quasi ein sehr, sehr bekannter Reefer. Schon sehr lange dabei im Hobby, mit wirklich sehr schönem Aquarium. Bin ich schon echt gespannt. Ja, also der Joe ist das. Der Joe. Der Joe, Genau. ja, der war auf jeden Fall auch super nett. Und ich persönlich habe ich dir ja auch gesagt, fand am Joe halt ganz toll. Der hat mit mir einfach ganz langsam gesprochen. Und von daher kann man ihn dann auch gut verstehen und sich mit ihm auch unterhalten. Was dann bei den anderen da schon ein bisschen schwieriger war, weil die dann so richtig Knallgas geben und so schnell sprechen. Also, dass du das Interview so gut gemeistert hast, so souverän, da habe ich echt gestaunt.
Also ich war froh, dass ich da gar nicht mitgesessen habe oder so. Ja, aber das wäre wahrscheinlich. Du schlägst dich auch gut. Das ist ja. Bei mir, ich war viel auf englischsprachigen Konferenzen und so unterwegs und wo du vor Leuten dann sprechen musst und Fragen beantworten. Und da bin ich ganz gut konditioniert auf das, ja. Okay. Ja, also, wir sind raus, meine Lieben. Schönen Sonntag. Ja. Drückt uns die Daumen für die Heimfahrt. Genau, Daumen drücken für die Heimreise. Sagen ja, so. Nicht, dass da dein Pech dann auf mich noch irgendwie überschwappt. Ja, eigentlich kann ja nichts. Eigentlich kann ja nicht schief gehen. Wir werden ja hier zum Flughafen, hier kommen wir ja erstmal weg. So, und dann sind wir ja schon wieder in Europa, wenn wir landen. So, und du bleibst, glaube ich, noch in Kopenhagen, sowieso schon. Und mein Flug wurde nach hinten verschoben. Wenn ja. Irgendjemand von euch in Kopenhagen ist oder dort gute Tipps hat, was Riffaquaristik angeht, mir bitte schreiben. Ich fliege dann abends erst nach Wien weiter. Okay. Und ja. Dann mit der Bahn und dann mit dem Auto und ja. Ja, und ich werde im Prinzip dann Kopenhagen umsteigen in die nächste Maschine in Düsseldorf. Und ja, in der Regel sollte da jetzt nichts schief gehen. Ich denke auch mal, so Langstreckenflüge, die passen eigentlich. Also du, die sind relativ gut, glaube ich, timbar. Wir hatten ja auch einen Stress beim Herkommen, weil wir haben ja nicht ewig Zeit. Ja. Wir sind nur 3-4 Nächte hier. Ja. Da ist schade um jeden Tag, den man halt verpasst. Ja, ja, klar. Aber ja, nach Hause, ob man da jetzt ein paar Stunden früher oder später kommt, ich meine, auch gut, wenn alles glatt geht, aber man hat nicht den Stress. Ja, das stimmt wohl. Ja, Freunde, also wie gesagt, ne, Bäumchen ist ein Träumchen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Wer irgendwelche Fragen hat oder was auch immer, alles in die Kommentare hauen. Und wir sind raus. Und weiter alles auf Instagram für die nächste Zeit, solange wir in den USA sind. Also dann, ciao, macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.